Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3. Und wir befinden uns jetzt im Spukschloss bzw. im Spukhotel und haben ja in der letzten Folge unseren kleinen Staubsauger gefunden. Mal gucken, was wir jetzt finden können. Jetzt gehen wir erstmal die Treppe hoch. Ordnung machen wir. Bin ich vorbei? Sehr gelacht. Vorbei, ich hab's doch hier. Das ist Quatsch. Oh ja, die vorbei. Das ist ja Quatsch. Gab es denn noch andere Wege hier? Ich glaube, hier hinten konnte ich nicht weitergehen. Nee. Was ist das denn? Ob ich hier überall was finde, ist natürlich nett. Eigentlich dachte ich, es geht jetzt da weiter irgendwie. Ah, da bist du. Ah, okay. Ah, okay, danke, dass du mir hilfst. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber gut zu wissen, dass wir das so wegbekommen. Perfekt. Oh, ein bisschen staubig. Das ist die gute Madame. Hör da mal rein. Hallo. Oh, die gehen einfach von allein an. Das ist schon ein bisschen gruselig. Ist schon wieder ein Lobby hier? Ja, stimmt. Oh. Da sind wir alle mal durchgestrichen worden. Irgendjemand mag uns hier gar nicht, ne? Wie man sieht. Geister. Okay, dann können wir uns sehen. Schon. Wow. Da ist noch einmal einer. Da oben. Ja, ich will ihn ja blitzen, aber warte mal. Ha, jetzt haben wir dich. Na, wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Da. Da. Yes! Erwischt. Trotzdem haben wir schon Leben verloren. Ach da. Boah, schon Leben kriegen wir.
Warte mal, gehen wir in die Richtung. Kann da vielleicht hinblitzen? Und nicht ganz ran, okay. Gehen wir hoch zum Hund. Irgendwas entdeckt. Geht's da rein? Gehen wir auch mal durch das kleine Türchen rein. Es wäre der große Schlüssel, okay. Den haben wir da unten gesehen. Habe ich da unten gesehen, den großen Schlüssel? Okay, warte. So reinkommen hier? Aber da können wir vielleicht mit dem Loch irgendwas machen. Reingucken. Guck mal. Da kann ich wirklich reingucken. Eine Riesenspinne. Okay, warte mal. Reingucken jetzt. Auf jeden Fall noch Rubinen drin, aber den kriegen wir jetzt gerade nicht raus. Hier noch weitergehen. Ne, hier geht's nicht weiter. In eine Richtung. Ja, ein bisschen Angst hat er ja, ne? Ja, ein bisschen Respekt vor den ganzen Leuten hier. Natürlich out of order, oder was? Weg. Kann man nicht wegflanken, können wir das auch nicht? Ach, guck mal, hier ist eine kleine Karte vom Hotel. Oh, scheint ja gar nicht mal so klein zu sein. Etage. Tatsächlich nur da runter. Komm mal runter. Ich darf nicht so lange gehen. Okay, aber hier müssen wir gar nicht hin. Quatsch. Weiter wieder hoch. Jetzt ja gerade, ne? Aber wir müssen doch wieder nochmal dahin laufen, so ein Scheiß. Hätte ich auch wissen müssen. Na gut. Mal hoch schnell. Unten war der Schlüssel ja auf jeden Fall, den haben wir gesehen unten beim Concierge da unten. Gehen wir nochmal hin. Und ist auch irgendwas. Da blinkt doch irgend so ein Diamant da unten, habt ihr ihn gesehen? Da komme ich gar nicht so hin, so einfach. Komme ich so einfach nicht hin. Wir müssen gucken, ob das eine andere Möglichkeit geht. Aber das ist wie so ein Loch in der Wand. Vielleicht komme ich durch das Loch an die Wand da irgendwie ran. Okay. Ja, auch nicht. Okay. Ne, gut. Dann gehen wir nochmal hoch. So, Luigi, komm. Oh, so süß, weil er so schön tollpatschig ist. Ja, jetzt auch runter. Wieder. Wieder mit dem Tipp? Okay. Oh, danke für den Tipp. Das kann man natürlich gut mal machen zwischendurch. Und hier kommen wir rein mit dem hier. Der Schlüssel. Aber da drüben können wir auch irgendwas machen, ne? Dahin. Machen wir und dann. Ha! Oh, einer an. Yes! Was wir damit machen können, aber es ist schon mal da. Ich weiß nicht, ob ich das Papier einsammeln sollte, aber jetzt gehen wir erstmal nach oben. Und benutzen unseren Schlüssel. Halt mal. Was ist denn hier links? Das Telefon. Ja.
Hallo? Das sieht auch aus wie ein Diamant da oben, ne? Aber da kommen wir nicht ran. Du auch nicht. Okay, wir gehen erstmal nach oben. Wir haben einen Schlüssel. Schauen wir mal, was wir oben bekommen. Würde mich auch mal interessieren. Da. Weg ist er. Hallo? Oh nein! Igitt in einem Gemälde. Aber wie kriegen wir ihn da raus, ist die Frage, ne? Können wir da raus haben? Geht nicht, okay. Der Hund hilft uns ja so ein bisschen, wenn man sieht. Warum Schlüssel? Okay, was hier dann? Hier? Ja, hier mal rein. Da ist eine Karte, müssen wir uns gleich mal angucken. Hier sind die ganzen Masken, die sie benutzt haben, die Leute. Aha, guck mal. Richtige Kombination. Okay, wir müssen auch einsammeln, die ganzen Sachen. Ja, los, komm, Luigi. Wir gehen weiter. Ach, das ist natürlich witzig gemacht. Was kann man? Okay, ich sehe das ja im Spiegel. Das heißt, ich könnte das hier machen, ne? Die Spiegel mitbenutzen. Sonst wird das hier alles nichts. Oh, guck mal, ich werde gerade gesucht. Oh. Ich bin das nicht. Oh, Mist. Oh Mist. Soll ich ihn mal noch mit? Alter. Ja, okay, haben sie ein paar Fahndungsblätter von mir aufgehangen. Wollen uns nicht stören. Okay, pass auf, wir haben hier jetzt einen Schlüssel bekommen für hier hinten. Dann können wir da ja rein. Ja, da sollen wir ja rein. Oh. Wollt ihr einen Save noch machen? Okay. Der Hund auch erstmal. Bleibt stehen. Was ist das? Was ist das? Eine Ersatztaschenlampe? Okay, was kann man mit der farbigen machen? Da kann man Gemälde zum Leben erwecken. Oh yeah! Okay.
Okay, kriegen wir vielleicht auch Dr. Ikizo raus? Das kann natürlich sein, ne? Wollen wir nachgucken, oder oben ist die Sonne? Hinten noch irgendwas? Das ist eigentlich so ein Nebenraum. Guck mal. Aha. Oh. Hier gibt es nichts anderes, ne? Das ist ja jetzt irgendein Geheimraum, weil hier ist ja gar nichts. Okay. Gut zu wissen. Gehen wir noch schnell raus. Ja. Okay, wir müssen also zu Dr. Igitt zurück. Den können wir wieder befreien. Was machen wir? Yes, wir haben ihn. Ah, da haben wir doch Luigi. Was hat dich denn hierher verschlagen? Egal, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu besprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen. Hör zu, Luigi. Du musst mich hier rausbringen. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern. Ergreifen wir lieber die Flucht. No, Mario. Was sagst du da? Deine Urlaubsbegleiter sind allesamt in Bilder gebannt worden? Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen, meinst du? Du hast dich nicht geändert. Leicht hat man es dir nicht. Also gut, ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Emmanuel Gitt, habe eine Idee. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto. Bringst du mich hin? Hey, der neue Schreckweg Flu, den du da trägst, den hast du aus meinem Auto, oder? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell zur Tiefgarage. Okay, dann komm mit. Ich kenne den Weg. Wie der läuft. Oh, geil, ne? Hey, Luigi, sieh dir das da drüben an. Mit dem Aufzug erreichen wir die Tiefgarage in Sekundenschnelle. Beeilen wir uns, bevor die Geister uns finden. Kann ich auch mal dieses Ding an dem Bild anwenden, ne? Nee, nicht. Also was ein bisschen nervig ist, das ist, dass man den A-Knopf, das mit dem Saugen ist okay, aber wenn man das Licht hat, Licht kann man, ist total schwierig zu positionieren, weil man ja mit dem rechten Stick das machen muss und gleichzeitig den A-Knopf drücken muss. Das ist wirklich schlecht. Das hätte man auch anders lösen können, aber naja. Wie malen, das ist Geld, und zwar jede Menge. Du wirst mit Sicherheit zustimmen, dass man das trotz aller Gefahren nicht einfach ignorieren sollte. Die Geister scheinen nicht daran interessiert zu sein, ich hingegen sehr. Es lohnt sich ganz bestimmt, reichlich Geld einzusammeln. Halt die Augen auf und schnapp dir so viel du kannst. Machen wir. Komm mit. So, wir wollen zur Tiefgarage. Was zum... Da hat jemand alle Aufzugsknöpfe entfernt, bis auf einen einzigen. Was geht hier eigentlich vor? Dem Mysterium können wir wohl auch später noch widmen. Jetzt drücken wir erstmal Aufzugsknopf B1. B1 steht für Beef Garage. Es hatte nicht den Anschein, als würden deine Urlaubsbegleiter auf E2 gefangen gehalten, so wie es bei mir der Fall war. Die wurden sicherlich auf weiter oben liegende Etagen gebracht. Das heißt, ja, es hilft nichts. Wir müssen alle Aufzugsknöpfe finden. Gut. Also dafür, dass wir eine Etage nur fahren, dauert es wieder ganz schön lange. Da lacht er. Luigi lacht er mich aus. Guck mal hier. Yes. Was sagst du dazu? Komm. Oh oh. Das sieht aus wie ein kleiner Boss. Ah!
Der für ein Arsch. Letzte Stunde hergeschlagen. Ups. Mist. Oh. Ah. Jetzt aber. Jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Ist das ein Superherz oder ist das einfach nur ein Herz, den wir neu benutzen können? Yes! Locker geschafft, Luigi. Das sind zwei Knöpfe. 1 und 5. Aha. Oho, und das sind definitiv Aufzugknöpfe. Wer hätte gedacht, dass ein Geist so stabil sein kann? Aber es sind ja nur zwei. Ob da wohl irgendwo weitere Geister mit Knöpfen sind? Nun, das sollte uns jetzt nicht kümmern. Gehen wir zunächst aber zu meinem Auto. Ich möchte dir etwas sehr Interessantes zeigen. Los. Komm, wir gehen. So eine rote Karre, ne? Na? Was ist das? Nicht anfassen. Ein bisschen urig, der Alte, ne? Und verschoben. Ach, das ist ein kleines Labor, was er hat. Nicht schlecht. Ja, sehr cool. Was uns da drin erwartet, schauen wir uns nächste Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.